Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sekunde. Ja, so eine. Ich habe hier gerade was mit 2 Millisekunden gelesen, Entschuldigung. Zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Odyssey, dem Atlantis DLC. Mit dem alten Mann von den Schlaftabletten, der hier ein falsches Spiel spielt, was ihm überhaupt nicht gefällt. Keine Ahnung. Naja, egal. Ich mach mal weiter. Die Silberzunge ist dabei, der Rebellion zu helfen. Sie wird neue Rekruten bringen. Adonis wird zufrieden sein. Wichtig ist, Persephone die Macht zu entreißen. Verschwende deine Zeit nicht mit den Gefühlen dieses Mannes. Oder empfindest du etwas für ihn? Adonis ist nur ein Freund. Mehr nicht. Sieh zu, dass es so bleibt. Was geht dich das an? Göttliche Liebesbeziehungen enden niemals gut, sobald Sterbliche ins Spiel kommen. Halte dich von ihnen fern. Konzentrier dich. Eine junge Frau leidet furchtbaren Kummer. Sie wird der Rebellion helfen. Aber nur, wenn wir sie heilen können. Leider hat Persephone vor langer Zeit das Wasser verboten, das sie heilen könnte. Den Rest hat sie vernichtet. Zumindest glaubt sie das, nehme ich an. Es heißt, jemand verbarg eine letzte Phiole in einer Höhle, abseits von Hypnos Weg. Finde sie und bring sie der Frau. Warum sollte Persephone dieses Wasser verbieten? Ihre Gier nach Macht ist ins Unermessliche gestiegen. Wichtig ist, dass die Sterblichen des Elysions bekommen, wonach sie sich sehnen. Welche Krankheit plagt diese Frau? Das Schlimmste, das Sterbliche im Elysion befallen kann. Ein gebrochenes Herz auf alle Ewigkeit. Sie hat Liebeskummer. Du weißt nichts von der Trauer nach dem Tod. Sie verfolgt die Sterblichen so viel stärker als auf der Erde. Ich kehre zurück, wenn ich das Wasser überbracht habe. Vergiss nicht, es ist verboten. Niemand darf sehen, wie du es in die Villa in Adonis Gärten bringst. Ich sag ja, falsches Spiel. Was haben wir denn da gekriegt? Ja, toll. Und dann kaufe ich mir den Scheiß hier. Was ist das? Tuch der Silberzunge. Kopf episch. Aha. So. Kriegen ja hier auch irgendwie, haben wir ja, ich glaube hier so ein Hüftgürtel von den Iso gefunden. Von Agamemnon. Ne, hier. Gürtel der Anfänge. Ah, das ist auch nicht unbedingt Iso. Naja, gut. Lassen wir es erstmal. Ja, ich hab es. Also, das Design-Ding. Quest wollte ich machen. Noch ein Schluck. Das wollen wir jetzt tun. Wo ist das? Gleich da drüben. Da können wir, glaube ich, rüberhüppen oder so, ne? Noch ein Schluck. Oder wo? Schluck. Da schluckt er. Da waren wir schon. Halt. Ups. Ich weiß nicht. Da ist auch ein Boot. Warum hampel ich hier so rum? Also echt. Mann. Ah. Ja, wir haben Mangel an Materialien. Und hier gibt es nur einen Schmied. Ich drücke A. Und hier drüben waren wir. Hier waren wir. Da bin ich schon rumgeschwommen, gekrochen. Und man sieht, war hier auch ein Schatz. Den habe ich schon geräubert. Oh, hier ist wieder was drin. Das nehme ich mit. Und dann hüpfen wir mal. Ich habe zwischenzeitlich übrigens ein anderes schönes Spiel gespielt. Das ist jetzt hier schon eine sehr lange Geschichte, aber das so groß du Susanne nennt sich das. Das hat mir sehr gefallen. Hat mir das Spiel. Was muss ich jetzt machen? Erkundungsgebiet. Erkunde Hypnos Weg. Ich glaube, das ging hier irgendwo runter. Runterwärts. Wisst ihr was? Dann nehmen wir Inventar. Hier, ne? Dann nehmen wir mal diese Montur. Da habe ich nämlich den anderen Dings dabei. So. Kann ich besser mit tauchen. Habe ich von Papa Poseidon. Ich weiß
nicht. Nee, Papa war ja eigentlich jemand anders von ihm. Für ihn. Oder so. Da. Da ist nichts dran. Huch. Nach unten. Komm, Alexios, da geht noch was. Halt. Immerhin 16 Drachmen. Das ist auch Geld. Das ist natürlich hier alles erkundet. Wie sieht es denn eigentlich aus mit den Kredenzien? Na, Eisen ist ganz schlecht. Holz geht noch, Felle sind ganz schlecht. Ach ja. Alles ein bisschen. Was war das andere da? Was ist das hier? Ach, oh ja, da. Haben wir reichlich. Habe ich nie ausgegeben. Habe ich nicht gebraucht. Warum sind die wieder da? Macht das, weil es Zeug gibt. Und Punkte. Erkunde Hypnosweg. Wo kann denn die Fidiole sein? Hier sind noch Sachen. Wir sind von da gekommen, ne? Da ist Herz. Muss ich jetzt wirklich sammeln? Ganz primitiv? Da ist noch mehr. Nee, doch nicht. Huch. Bloß nicht sehen lassen. Hä? Nicht sehen lassen. So, deswegen. Das Wasser der Lede da hinten. Das haben wir alles schon gemacht. Was jetzt? Na komm her. Komm her und stirb! Das platscht nicht hinter dir, nein. Ist hier noch irgendwas? Da oben. Persephone, das letzte Wasser der Lethe vernichtet. Was ist das? Das wäre ganz schön haarig geworden hier, ne? Den Ursprung der Stimme. Okay, da bin ich ja dabei. Hä? Du hast die Höhle betreten. Dann hast du gefunden, was vom Wasser der Lethe übrig war. Habe ich. Oh, sei gnädig und lass mich davon trinken. Ich habe meine Frau im Tartaros verloren und ihre Schreie verfolgen mich bis in meine Träume. Bitte, lass sie verstummen. Ach, nun, es kann nicht schaden. Aber nur ein Schluck. Das Wasser wird gebraucht. Ich? Wer bist du?
Unwichtig. Es ist nicht von Belang. Was war das jetzt? Hab ich jetzt nicht verstanden. Lustiger Streitkolben. Na, no, auch nicht schlecht. Ich hab das Wasser. Jetzt muss ich es nur noch überbringen. Ja. In 700 Meter haben Sie Ihr Ziel erreicht. So, dann wollen wir mal gucken. Vielleicht können wir da ein bisschen... Nein, ich wollte eigentlich den machen. Ja, ich mache nur noch Blödsinn. Vielleicht sollte ich aufhören. Mitspielen meine ich heute. Also für immer. Guckt sowieso keiner an. die ist natürlich da. Nein, ich hab mich... Was, du sollst hier eine Schnellreise hinmachen. Warum kommt denn da dieses Symbol? Wahrscheinlich daneben gedrückt oder so. Jetzt könnte ich natürlich in die normale griechische Welt zurück und könnte da dann ein bisschen Zeug farmen. Ehrlich. Aber beim nächsten Mal verbessern wird schwer. Das sage ich gleich so, wie es ist. Das werde ich nicht hinkriegen. Mit meinen Waffen. Das wird nichts. Meter da hinten. So, mal gucken. Huch. Wie wir da am besten hinkommen. Dann springen wir hoch. Können wir da nicht da lang gehen? Jo. Geht gut. Na, da stehen sie schon wieder. Das ist natürlich ein bisschen lästig. Ich verstecke mich lieber. Der hier. Jetzt mache ich erstmal was anderes. Ah, die sind auch wirklich alle wieder da, ne? Alle. Das ist der richtige Ort. Da fehlt keiner mehr. Na gut, aber sowas weiß man ja vorher nicht. Komm mal her. Komm mal her, Dicky. Nicht weiter! Ich habe keinen Triggerpunkt bekommen, dass ich die Waffe auswählen kann. Da oben haben wir bestimmt eine bessere Aussicht, wenn er denn da hochklettert. Wozu ja Alexios nicht immer unbedingt Lust hat. Ja, hier kann ich mich gut dran erinnern. Alles nochmal wieder machen. Ist natürlich ein bisschen ungünstig. Langsam. Geh doch mal runter, nicht gleich. Er klettert aber dann auch gleich. Guck, dann bleibt er nicht da oben drauf stehen. Da kannst du dich nicht festhalten. Was ist Albert? Wenigstens das klappt. Ich
Hier sind aber lauter Leute. Das macht mich... stört mich am meisten. Vier Eisbrocken. Die so viel bringen hier. Wenigstens das ist jetzt voll. Da komme ich nicht durch. Okay. Bin ich zu fett. Wo geht er hin? Ich riskiere es mal. So. Ich will natürlich hier meine Ruhe haben, deswegen meuchle ich mich hier gerade wieder durch die Gegend. So, das nehme ich der. Das auch. Ich hab auf die Taste gedrückt, dass er das macht. Oh, hab ich mich erschrocken. Vollidiot. Hier, das braucht ihr nicht. Hab ich gerade beschlossen. So. Ah, Mann! Immer kriegt man kein Y. Ist doch lebenswichtig. Tut doch nicht sowas mit mir, mich. Hier kann ich runter. Hier kann ich runter. Och, Spiel. Oh, da hampelt er wieder. Ich glaube, ich wurde entdeckt. Warum haust du denn wieder dahin? Er dreht sich denn um. Warum? Da ist doch nur ein Gegner vor meiner Nase. Das ist immer so verwunderlich. Warum? Ich bin ja mitten im Kampf mit ihm. Geh weg. Muss mal Piki machen. Piki, Pik. Ich glaube, jetzt ist hier Ruhe. Oh, der ist ja auch noch. Gehabt, dass sie nicht aktiviert wurden, ne? So. Ich glaube, das war's, ne? Die Drachen nehme ich auch. Olivenholz. Das macht mir stolz. Hallo. Ich hab's im Rücken. Aber wir haben es jetzt gleich geschafft. Dachte ich. Doch nicht? Doch. Doch nicht? Doch. 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 So. Du bist Hekates Vertrauter. Hast du das Wasser der Lethe? Ich habe es. Was macht es so besonders? Ein Mann, der davon trank, verlor seinen Verstand. Sterbliche trinken das Wasser der Lethe, um ihre Vergangenheit zu vergessen und in die Welt der Lebenden zurückzukehren. Doch Persephone lässt uns das Elysion nicht verlassen, solange sie selbst hier gefangen ist. Ich verlor meinen Seelenverwandten. Ich kann die Zeit nicht zurückdrehen, aber den Schmerz vergessen. Gib mir das Wasser.
Aber du vergisst dann alles. Ganz schwere Entscheidung. Ganz, ganz schwer. Sie vergisst denn alles? Hilft sie uns denn noch? Und hilft sie... Nein. Nach dem, was ich sah, sollte niemand davon trinken. Du Narr! Nun muss ich auf ewig ohne meinen Theron leben. Das war meine letzte Hoffnung. Ehre deine verlorene Liebe. Betraure ihn und lass ihn gehen. Trauer verfolgt einen in der Unterwelt bis in alle Ewigkeit und brennt im Herzen. Du hast mich meiner letzten Hoffnung beraubt. Ich werde Adonis nicht helfen. Na gut. Ich muss mit meinen Entscheidungen leben. Muss ich hier sagen, dass das nicht geklappt hat. Oh, ja, das ist ein bisschen blöd. Es ist auch nicht eindeutig, was es bedeutet, ne? Man hätte ja auch sagen können, du, wenn du das machst, dann hat das die Konsequenz. Ich weiß es ja vorher nicht. Dann hilft sie nicht. Das ist immer alles so vage. Sie hätte auch ganz anders reagieren können, wenn sie schlau wäre. Und auf ihn gehört hätte. Hätte sie. Also anders reagieren, meine ich. Hat sie aber nicht. Da hinten muss ich ja. Ich kann keine Schnellreise machen. Ach so, deswegen. Aber jetzt. Ich integriere hinter dem Rücken von Persephone, aber sie wollte mich ja töten. Und ich integriere auch hinter dem Rücken von Adonis. Aber na gut, das war jetzt keine, das war jetzt einfach nur die, meine menschliche Seite. Das war nicht, worum ich dich gebeten hatte. Und um welchen Gefallen hast du Alexios gebeten? Persephone. Gerüchten zufolge hat das Wasser der Lethe seinen Weg zurück in das Elysion gefunden. Wage es nicht, dich herauszureden. Du bist die einzige Person, die weiß, was mir das Wasser der Lethe bedeutet. Es tut mir leid. Es ist schwer für Sterbliche, die Konsequenzen eines Schlucks vom Wasser der Lethe abzuschätzen. Dir gelang, was ich nicht konnte. Persephone, ich habe nur versucht... Von nun an werde ich dich besser im Auge behalten, Freundin. Du wolltest Adonis nicht helfen. Du wusstest, dass die Frau nach einem Schluck des Wassers keine Unterstützung mehr wäre. Die Frau versprach zu helfen. Das war keine Lüge. Und was meine Beweggründe betrifft, sagte ich dir bereits, die gehen nur mich etwas an. Doch wenn Sterbliche ihre Vergangenheit so verzweifelt hinter sich lassen wollen, sollte Persephone nicht die Macht haben, sie daran zu hindern. Soweit ich das beurteilen kann, bringt dieses Wasser nur Unglück. Ich habe dich nicht um deine Meinung gebeten. Ich muss jetzt allein sein. Ich brauche Ruhe von deinen geistlosen Worten. Die Karte ist goldener Armschirm. Aha. Warte mal. Gürtelte Anfänge. Okay, okay.
Wir werden mal gucken. Was haben wir denn noch an Aufgaben? Beliebt. Aha, das ist noch nicht vorbei. Ich muss das ja tun. Ich will das nicht. Ich weiß auch nicht wie. Das ist, da ist die Karte bestimmt. Ne? Ja. Wo sind denn die Repellen? Ich habe das doch ausgefehlt. Das ist Hermes. Ich finde das ein bisschen seltsam. Wir wollen mal gucken. Finde ich das jetzt? Ich habe diese Quest ausgewählt. Ich kann sie aber nicht machen. Weil ich gar nicht weiß, wo ich hin muss. Tod und andere hübsche Dinge. Befreie Menschen, deren Geist kontrolliert wird. Leichte Ziele können bei der Hand des Hades... Achso. Bei der Hand des Hades. Dann suche ich jetzt mal schnell in der Pause die Hand des Hades und dann sehen wir uns in der nächsten Folge da wieder. Ich muss da jetzt durch. Tschüss!